Ist mir jetzt auch egal. So, das sollte eigentlich reichen, um das wieder eins nach da drüben zu versetzen. Irgendwie nicht. Irgendwie müssen wir warten, bis da noch ein bisschen mehr aufgefüllt ist. Okay. So, was brauche ich eigentlich an Steinen? 155 für die letzte. Hier habe ich 6. Und hier kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 und 7 sind 13. 13 fehlen also noch. Hier auf jeden Fall. Oder 42. Lässt sich nicht so gut. Doch, durch 4 müsste ich das teilen lassen. Naja, auch nicht ganz. 120 wären 30 Dinger. Und 140 wären noch 5 mehr, wären 35. Naja. Wir brauchen vielleicht eh noch Treppen hier hoch oder so oder hier hoch, um dann den Berg abzubauen, wenn der Quarry nicht reichen sollte. Ah, jetzt. Ach, Menno, willst du mich verarschen? Na, lassen wir es erstmal so. Komm, auffüllen gehen. Los, Rosalind. Der Auftrag ist da. Na, ja, jetzt hat sie es geblickt. Oder eher.
Nicht mehr lang, dann kann ich hier mal wieder verschieben. Unsere Steinvorräte nehmen schon wieder ab. Was gut ist. So, jetzt machen wir erstmal nur ein Stück breiter. Gott, wenn ich einfach das ganze Feld markieren könnte und sagen könnte, die Jungs füllt auf. Ich glaube, die würden am Rad drehen. Die würden hier welche, hier, dann hier drüben. Ach, dann machen wir hier wieder welche dran. Irgendwann machen wir mal die Ecke oder dann hier und hier. Aber die würden nicht ordentlich anfangen hier in der Ecke und dann wup, dass es auch im Zeitraffer cool aussehen würde. So, jetzt haben wir eine einigermaßen schöne Ausgangslage. Ja, okay, jetzt fangen sie da wieder an. Es ist nicht so schlimm. Und ja, wenn wir wieder so... Bei 5,5, also 5.500 sind, dann switchen wir die Jungs wieder um. Guckt sie euch an. Gleich. Oh, sie haben es ein bisschen vorher geschafft.
Ja, wir sind halt auch wieder in einer. Oh, kann sie umswitchen wieder. Trockenphase, sage ich mal, angekommen, wo ich wieder nicht viel sagen kann. Weil einfach nur aufgefüllt wird. Wir sind aber zum Glück wieder bald fertig mit der zweiten Ebene. Dann fehlt nur noch eine dritte Ebene und dann können wir erst einmal anfangen, die Burg zu designen. Also was oben drauf soll, bevor wir uns dann ums Weiteres kümmern. Das nehme ich mal, das will ich jetzt mal nicht vorwegnehmen. Na, du bist schon wieder voll. Jetzt müssen sie auch gar nicht mehr hochhüpfen, weil sie hier eine Rampe haben zum Hoch- und Runterlaufen. Die halt nicht genau im Einzugsbereich ist. Also das hier ist nicht im Bereich des Quarries, deswegen bauen sie es nicht ab. Dadurch haben sie eine Rampe, die sie hoch und runter laufen können, jedenfalls im Augenblick noch. Da liegt ein einzelnes Steinchen, aber das ist egal. Na, guck mal, wie schnell die schon wieder bei 6000 hoch sind. Wir werden es wahrscheinlich in dieser Aufnahmesession, was heißt wahrscheinlich, wir werden es auf jeden Fall nicht in dieser Aufnahmesession schaffen, die Ebene fertig zu füllen. So, du wirf mal die Dingsies weg. Ich räume mal hier auf. Dann kannst du auch den einzelnen Stein gleich mitnehmen. Und wieder am Quarry arbeiten. So, die da hinten sind fleißig beim Auffüllen. Und ja, wir sind auf die letzte Ebene runter, das heißt, nicht flatten. Bitte.
Ganz ehrlich, was passiert, wenn ich die Treppe in den Einzugsbereich mit reinnehme? Wir es mal raus. Ich möchte nicht das Ding. Ich möchte. Wie wäre es, wenn ich es erstmal hochschiebe? Das war zu vieles. Das ist eins zu wenig gewesen. Gibt gar keine Treppe, hä? Ne, die Treppe fängt da dann unten an. Schauen wir einfach mal, was passiert. Wir haben ja die Treppe hier. Das heißt, den Weg verbauen sollten wir uns eigentlich nicht damit. Du kannst deine Ladung wieder abwerfen. Na, irgendwie hat keiner Lust. Kommt jetzt wenigstens noch einer von euch und baut. Da das letzte Ding ab? Nö. So. Dann lassen wir sie mal hier oben fleißig abbauen.